Die Bikes sind normalerweise nicht geeignet für solche Strecken. Ich sage ja, normal sind sie nicht geeignet. Haben nur gedacht, die Streckenlänge ist 1100 Meter. Das ist entweder normal oder hat eine Kartstrecke. Beziehungsweise Motardstrecke. Kann man ja auch sagen. Daher habe ich mir gedacht, okay, ich versuche jetzt mal die Rekordzeit zu stellen. Mal schauen, ob es hilft. Auf jeden Fall, es hilft. Auf dieser Strecke auf jeden Fall. Auf den ersten Gang würde ich nicht benutzen. Also das Kartstrecke wäre, das ist genial. Drei Sekunden Strafe für ein bisschen abkürzen, wo ich überhaupt keinen Vorteil erlangt habe. Interessant. Interessant, wirklich. Einfach so langsam. Da habe ich drum hat das Abkürzen jetzt nicht gezählt. So. Gut, nochmal ein paar Credits erhalten. Sehr gut. Und 6 Punkte Vorsprung inzwischen. Das heißt, ein dritter Platz will mir sogar reichen, um noch in Führung zu bleiben. Okay, nächstes Rennen. Welches wird es wohl sein?
Da kann ich jetzt ein bisschen Länge einstellen. Ist zwar immer noch keine schnelle Strecke, aber auf jeden Fall geht das hier so. Und los geht's. Ups, das war nicht fair. Ganz schlecht. Ich hasse das. Ich kann so keine Kurve fahren. Wenn die so innen reinstechen. Ja gut, die Strafe habe ich verdient. Ach komm, das muss doch besser gehen. Bremse ich halt einfach ein bisschen früher. Es war zu schnell, ganz klar. Macht es den Gegnern ja auch wirklich leicht, mich zu überholen. Immer wieder. So, jetzt muss ich mal die Kurve schneller fahren. Nee, nicht wirklich. Nicht gut.
So kann man es auch machen, warum nicht? Warum nicht? Okay. Jetzt sind es 9 Punkte, die ich führe. Und damit sollte ein 4. oder 5. Platz schon für den Sieg reichen. Oder sogar noch deutlich tiefer. Ich glaube, 7 Punkte darf ich machen. Das heißt irgendwie 6. 6. darf ich werden. Aber das peile ich natürlich nicht an. Okay, jetzt kommt noch die Sprintstrecke vom Nürburgring. Diesmal wieder so auf Sprint. War, glaube ich, eine schlechte Idee. Erstens mal der Start und zweitens das Getriebe auf Sprint zu setzen. Ich habe den falschen Teil der Strecke im Kopf gehabt. Andererseits glaube ich, habe ich das Getriebe falsch eingestellt. Was wiederum besser auf die Strecke passt. Ja, das Getriebe ist falsch eingestellt. Beziehungsweise ist es richtig eingestellt für die Strecke. Glück gehabt. Sind sich viel zu früh. Okay, eine Runde noch.
Und zwar ab jetzt. So, diese Kurve noch. Und dann ist es geschafft. Sieg, Sieg in der Meisterschaft. $1500 plus 370 gibt noch ein bisschen Geld. So. Und jetzt habe ich gewonnen. Wirtan ist sogar nur Zweiter geworden. Wann für uns ein Schlusszeichen. Und damit habe ich hier ziemlich viele Punkte Vorsprung. Trophäe erhalten, Meisterschaft abgeschlossen. Ja, gut. Gut, gut, gut. 15.000 Credits. Sonst irgendeine Rangverbesserung oder sonst irgendwas? Okay. Jetzt kann ich zwischen zwei Bikes auswählen, wie gesagt. Entweder die Ecke 500 oder die RZV 500R. Da ich die schon habe, ist es eigentlich ganz klar, welche ich nehme. Okay. Meisterschaft bringt offenbar wirklich nur Geld, keine Rangverbesserung, es bringt auch keine Token. Mensch, woher kriege ich dann diese Token bitte? Das würde mich jetzt echt interessieren, woher kriege ich Token? Komische Sache, komische Sache. Gut, also bei den Two Strokes kann ich nichts machen, so wie es aussieht. Also ja, ich könnte natürlich schon was machen, aber meine Teamkollegen sind zu schwach dafür. Beziehungsweise haben kein geeignetes Bike für sowas. Ist es nochmal? Okay. 430 Powerpoints für solche Classic Naked Bikes. Huh. Okay, also.
Welche da zu nehmen ist, das ist eine gute Frage. Also, bis wie viele Punkte sind es nochmal? 430, okay. Bis 430 Punkte darf ich offenbar fahren, das. Muss ich mal schauen, also.